Im heutigen Video sind wir in Quattro Colinas unterwegs und zwar mit der neuen Moradi und ich werde euch zeigen, wie viel Wumms das Ding wirklich hat. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin in Spanien unterwegs. Wir haben dabei die Moradi Klasse 3 bis 8, 44er Kaliber und eine Durchschlagskraft von 70. Ist in dem neuen DLC, was vor 2 Wochen rausgekommen ist. Und ja, ihr habt es vielleicht schon gesehen, das Teil zerfetzt auch beim Büffel die Doppellunge. Hat zwar nur ein kleines Kaliber, dementsprechend fallen die Tiere trotzdem nicht schneller, aber gerade bei kleineren Tieren, da geht es richtig rund und das will ich euch heute zeigen. Ich habe hier gerade schon die ersten Wildschweine gehört. Ich hole mal den Caller raus und wir gucken mal, ob die vielleicht hier uns entgegenkommen. Da sind doch schon mal Wildschweinchen. Oh, schon wachsam. Den Zweier hätte ich gerne da drüben. Hier ist die Moradi. 150 Meter Nullung. Zack. Jo, getroffen, getroffen, geht runter. Wunderbar, da liegt das erste Tier. Und ich könnte schwören, der ging durch die Lunge, die Leber und alles, was dahinter noch hängt. Da liegt auch schon das Schweinchen. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Jo, seht ihr? Okay, an der Leber vorbei, aber die Moradi, die ballert einfach von vorne bis hinten durch. Da könnt ihr echt einmal quer durchs Tier durchschießen. Wunderbar. Single Lunge plus Darm. Nehmen wir mit. Und dann gucken wir mal, was wir noch so finden. Oh, vielleicht direkt ein Reh. Da! Oh, okay. Es dreht uns den Rücken zu. Texas Hardshot. Direkt down. Die Waffe macht so Spaß. So, hier unten liegt unser Reh. Jo, ihr seht's, ne? Einmal von hinten bis vorne. Perfekt, lag im Knall. Also ihr seht, nach 2 Abschüssen ist wohl relativ klar, was ich mit Durchschlag meine. Wie gesagt, das DLC ist ja auch schon knapp 2 Wochen draußen. Ihr habt es vielleicht auch selber schon festgestellt. Die Waffe ist einfach echt brutal. Wie gesagt, kleines Kaliber, aber Durchschlagskraft enorm. Macht schon sehr viel Spaß, gerade auf kleineren Tieren. Ah, und da haben wir auch direkt ein Reh. Das steht auch 300 Meter weg. Ich würde sagen, das nutzen wir dann direkt mal als Testobjekt, oder? Also ja, sind etwas mehr als 300 Meter. Ich muss mal gucken. Also Nullung auf 150 und dann könnt ihr den ersten Punkt quasi nehmen. Das sind 300 Meter ungefähr. Ich hole noch mal kurz Luft. So, und dann wollen wir mal gucken. Ja. Easy. Tier ist tot. Kein Problem. Also ihr seht, 300 Meter. Müsst ihr einfach ein bisschen drüber halten. Passt aber auch. Oh, da oben haben wir noch ein paar Wildschweine. Und 4er-Wildschwein, nice. 200 Meter. Da würde ich einen Tick dichter rangehen. Und dann denke ich mal, können wir das 4er da auch nochmal rausholen. Vielleicht kriegen wir sogar 2. Müssen wir mal gucken. So, 160. Ich glaube, hier werde ich mal stehen bleiben. Ansonsten kommt uns der Hügel gleich in die Quere. Mit Glück schaffen wir auch 2. Schauen wir mal. Mit Pech aber auch nicht. Ne, das zweite haben wir nicht erwischt, leider. Da hat eine Millisekunde gefehlt. Hier ist schon mal unser Wildschwein. Ja. Doppellunge Herz und ihr seht, die Kugel kommt fast hinten wieder raus, ne? Die kommt einfach fast hinten wieder raus. Sehr schön. Wo ist unser Reh? Das müsste auch hier vorne irgendwo liegen. Da ist es. Ja, wir haben 306 Meter. Und selbst aus 306 Metern hat das Reh hier keine Chance. Nett. Nett, nett, nett. Was finden wir noch, Feldmann? Heute noch ein Dia? Oh, kleine Häschen. Süß. Ich habe die Virant dabei. Ja, ich meine, 1, 2 Häschen könnten wir auch noch mal mitnehmen, ne? Ja, ach, ich würde sagen, lasst uns mal hier 2 Häschen mitnehmen, oder? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Dann halt den. Mann, wieso schieße ich so hoch? Oh, mein Gott. Okay, so viel zu den Häschen. Oh, da sitzt noch einer und wartet. Ja. Noch ein. Ja. Schmach wieder gut gemacht. Die sitzt ja immer noch hier. Nun ist aber auch gut hier mit Häschen. 1, 2 und Nummer 3. Oh, ein klassischer Nackenklatscher. Oh, da liegt ein Mufflon. Oh, da liegt ein 4er-Mufflon. Ja, da gehen wir doch mal gucken. Das hat sogar Dia-Potenzial, oder? Oh mein Gott, ist nicht ab... Ab wann ist Dia? 178? 181? Irgendwie so, ne? Ich muss das nochmal nachgucken gleich.
Ja, ich habe noch mal kurz geguckt. Ab 179,5. Oha. Von hier so passt, oder? Ach komm, wir gehen da jetzt rein. Hallo? Spotten? Nein, nicht aufstehen. Nicht. Mach nicht so, Junge. Mach nicht so. Jawohl. Jetzt bin ich richtig gespannt, Alter. Jetzt bin ich richtig gespannt. Come on. Beer Diamond. Ah, 170,95. Schade. Trotzdem schön. Oh, das schmeckt mir ja schon wieder gut, ne? 400 Meter. 400 Meter mit der Moradi ist aber schon eine andere Ansage. Oh, getroffen. Es fällt aber langsam. Da ist auch noch ein Reh am Trinken. Am Fressen, meine ich. Trinken tut's nicht. Sind trocken hier zum Trinken. Könnten mal auf einen Nackenklatscher. Vielleicht mal einen Nackenklatscher. So von hier so schräg seitlich in den Nacken, wenn es am Fressen ist. Nicht nach vorne gehen. Ne. Das waren zwei nicht gute Schüsse. Hier ist erstmal unser 400 Meter Abschuss. Ja, okay, Muskelmagen. Okay, aber aus 388 Meter. Leider kein tödlicher Treffer, aber Hit is Hit. Aber wir könnten es hier nochmal probieren mit dem Nacken. Ist eine blöde Entfernung, 190 Meter, aber egal. No risk, no fun. Ne, das war wieder nix. Aber ihr seht auch, ne, wenn ihr verschießt mit der Moradi, dann ist das schon nicht so gut. Da macht sich dann das kleine Kaliber doch bemerkbar. Also wenn ihr nicht irgendwo im Organbereich seid, sondern in den Muskeln stecken bleibt, dann rennt das Tier noch ordentlich weit. So, hier ist das andere. Oh, ja. Da hat nicht viel gefehlt, ey. Da hat nicht viel gefehlt. Also das andere ist auch tot, das sammeln wir noch schnell ein. Dann gucken wir mal, es ist jetzt 6:30. Die Rothirsche sind, glaube ich, schon unterwegs. Vielleicht suchen wir uns mal einen Rothirsch. Hier haben wir dann auch das andere. Ja, auch da wieder knapp daneben. Machst du nix. Es ist also noch gute 620 Meter gelaufen. Aber wir werden jetzt mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo schon den einen oder anderen Rothirsch finden. Denn auch für die Rothirsche ist die Moradi sehr geeignet. Und da drüben haben wir auch schon die ersten Rotis. Zwei Fünfer stehen da. Ich werde mal noch ein bisschen dichter rangehen. Und dann holen wir uns da mal einen von, würde ich sagen. Ich glaube... Aber bei der steht eigentlich ganz gut gerade, ne? 200 Meter. Abfahrt. Ja, der solle gepasst haben. Geht runter. 25. 0. Down. Da hinten steht auch noch ein Sechser ganz alleine. Ich glaube, den würde ich mal stehen lassen und stattdessen nochmal den einen oder anderen Rotisch-Spot abchecken. Vielleicht finden wir ja noch was Größeres. Aber hier ist erstmal der Fünfer. Ja, auch da seht ihr, easy Doppellunge beim Rothirsch, gar kein Problem. Ihr könnt mir natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Moradi schon getestet habt, was ihr davon haltet, wie ihr die Waffe findet. Ist sie für euch also vielleicht sogar eine Grindwaffe? Da kann ich direkt sagen, für mich persönlich nicht, weil sie nur auf 150 Meter genullt ist und im Grind habe ich einfach einige Spots, die weiter weg sind und da ist mir auf Dauer das Drüberhalten dann doch zu anstrengend. Aber jetzt gucken wir mal zum nächsten Rodi-Spot. Hier drüben habe ich gerade einen schönen 7er entdeckt. Und der steht auch gut auf 300 Metern gerade. Das könnten wir eigentlich mal... Können eigentlich auch nochmal auf 300 Meter die Rothirsche testen. Das machen wir direkt mal. Sollte ja eigentlich auch kein Problem sein. Hit. Ja, und geht runter. 25, 0, weg. Sehr schön. Hier ist der Schöne. Oh, diese 7er Geweihe, ne? Ich liebe diese 7er Geweihe. Guckt euch das an, wie schön das ist. Ah, welche Geweihe findet ihr am coolsten? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ja, auch hier 300 Meter Doppellunge, gar kein Problem. Nice. Also ich habe irgendwie nur kleine Rothirsche auf der Map. Wir haben hier nochmal einen aus 300 Metern. Würde ich auch noch mal mein Glück versuchen. Jo, der liegt sogar im Knall. Geil. Dann nehmen wir uns den hier auch noch mal vor. Vielleicht kriegen wir mal einen Herzschuss hin. Ja, sah nicht schlecht aus. So, der erste, der 300 Meter Shot. Ah, da war die Wirbelsäule mit dabei. Okay, deswegen lag der im Knall. War ein Tick zu hoch.
Geht aber noch klar. Und das hier dürfte dann ein Herzschuss gewesen sein, würde ich mal behaupten. Yo, Ast rein. Herz, sonst nix. Nice. Hier drüben stehen noch zwei. Da steht noch ein Sechser und da ganz hinten... Oh, da steht noch ein Sechser. Oh, Moment. Da standen eben nur weniger. Aber die sind halt auch so mittelmäßig alle, ne? Ihr seht, ich habe irgendwie viel mittelmäßigen Kram bei mir auf der Map. Ich war eben schon an ein, zwei anderen Spots. Da sah es nicht anders aus. Deswegen werde ich jetzt nochmal Richtung Felder gehen und einfach mal gucken, was uns da noch über den Weg läuft. Und da haben wir doch auch schon die ersten Rehe. 200 Meter. Wo wollt ihr hin? Nirgendwo gehst du hin. Oh, das war nix. Shit. Nein, jetzt ist es hinterm Strohballen. Okay, es geht weiter. Ja, hallo? Ey, versteck dich nicht. Oh ja. Ah, das war wieder ein schlechter Schuss. Oh, das Hinterbein getroffen, ne? Oh Mann, Nisi, so nicht. Das hat sich in den Schatten gelegt zum Sterben. Mit seinem Humpelbeinchen. Ja, sorry dafür. Das war nix. Ein weiteres Reh. 150 Meter. Diesmal haben wir wieder einen besseren Shot, würde ich sagen. Hallo, kannst du mal direkt... Das war ja schon wieder nicht so gut. Also es droppt, aber... Naja. Ich verliere den Flow gerade. Ich verliere den Flow. Also wollen wir das wieder... Also es könnte wieder zu weit hinten gewesen sein, ne? Ja. Es war zu weit hinten. Also das ist mir tatsächlich auch schon mehrfach aufgefallen, auch in den Streams zuletzt, als wir die Muradi mit dabei hatten, dass wenn die Tiere gehen, man echt weiter vorhalten muss als bei den anderen Waffen. Also ich habe das Gefühl, obwohl die so eine Durchschlagskraft hat, dass die Kugel relativ langsam unterwegs ist. Ich weiß nicht, geht euch das auch so? Habt ihr das auch schon festgestellt oder bin ich einfach bad in dem Moment? Da hinten chillen noch ein paar Wildschweine. Gucken, ob wir die hierher gelockt bekommen, ein Stück. Oh, da ist auch ein Vierer bei wieder. Nice. 158 Meter. Geht eigentlich auch, oder? Ja, okay, bleib nochmal stehen, danke. Jo, passt. Oh nein. War das nicht der Vierer, den wir erwischt hatten? Nö. Mach nicht. Boah, der hat gesessen, oder? Ich weiß es nicht. Hat der nicht. Oh, shit. Waren da zwei Vierer? Habe ich die... Oh, Mann. Okay, also ich... Also, was habe ich denn da getroffen? Ich dachte, das war der Vierer. Ja, lag auf jeden Fall recht schnell. Und war leider ein Weibchen. Verdammt. Ist mir das in den Weg gesprungen schon wieder? So ein Ärger. Oh, aber der andere ist auch tot. Oh, das ist ein Kanickel. Oh, Leute, was ich ja noch testen wollte, ne? Eigentlich mache ich das ja nur ungern. Aber wie verhält sich ein Kaninchen, wenn wir mit der Muradi draufschießen? Komm, setz dich mal hin. Ja. Ja, ja, ja. Okay, groß anders ist das auch nicht geflogen, ne? Oh nein, es hat sich die Ohren zugehalten. Oh. Es hat geahnt, was kommt, Leute. Es hat geahnt, was kommt. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Mitleid. Das arme Kaninchen. So, jetzt müssen wir aber das Viererschwein noch einsammeln. Ja, ihr müsst mich gar nicht so angucken. Ich wollte es direkt im Knall töten. Hat halt nicht geklappt. Oh Mann, ich glaube, die sind sauer auf mich. Darf ich den mitnehmen? Oder fresst ihr mich dann auf? Wir machen es einfach. Oh ja, schöner Fußschuss. Perfekt. Und in den Kopf. Naja. Es tut mir leid. Oh, ein Reh. Ich musste das nochmal probieren. Ja, Feldmann, das ist meine Beute. Ja, also es war fast der Texas Hardshot. Ein Tick tiefer. Einen Tick tiefer hätten wir gemusst. Aber ja, ich ohne Worte. Ohne Worte. Oh, wir haben noch einen Fasan bis 20. Das ist nicht uninteressant. Den können wir uns nochmal schnappen hier. Meckert mal. Da ist er, da ist er. Da hinten. Er läuft weg. Er läuft weg. Komm, flieg. Flieg. Was ist mit dir? Oh, jetzt. Ja, Hit. Ah, wir haben ihn getroffen, wir haben ihn getroffen. Er geht down. Oh, Ehre wiederhergestellt mit dem Fasan. Oh, und jetzt liegt da noch ein Reh so seelenruhig, ne? Da kann ich nicht widerstehen, Leute. Da ich ja.
Ah, die Muradi ist es einfach. Sie ist es einfach. So, wo ist mein Fasan? Da. Wieso Bo... Hä? Kann mir einer erklären, wieso das als Boden zählt? Ich meine, ich habe schon mehrfach gesehen, dass das offenbar immer mal ein Bug ist. Aber wir haben den ja... Also der war nicht... Also was? Der war weder im Anflug zum Landen, noch ist er gerade gestartet. Kann mir jemand erklären, warum das nicht zählt? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und hier ist das Reh. Ich weiß auch gar nicht, warum das nochmal aufgestanden ist. Guter Hit, wieder überall durch. Sehr gut. Also Leute, ich glaube, ich konnte euch nochmal eindrucksvoll beweisen an der einen oder anderen Stelle, was die Muradi so drauf hat. Ehrlich gesagt bin ich gespannt, ob die noch genervt wird im Game, ob sie ein bisschen schwächer gemacht wird. Schreibt auch dazu gerne nochmal eure Meinung. Wollt ihr, dass die ein bisschen schwächer wird? Glaubt ihr, dass sie schwächer gemacht wird? Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne ein Abo da. Bis dahin, Wiederschauen reingehauen. Euer Nesi. Bye, bye.